Ihr hört Merle, das gläserne Wort von Kai Meier, gelesen von Simon Jäger. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Eis und Tränen. Die Pyramide erhob sich aus hohem Schnee. Um sie herum erstreckte sich die ägyptische Wüste, begraben unter dem Mantel einer neuen Eiszeit. Ihre Sandhügel waren steif gefroren, ihre Dünen zu Verwehungen aus Schnee aufgetürmt. Die Glutgeister von einst tanzten als Eiskristalle über die Ebene. Kreisende Windhosen, die sich ein paar Mal um sich selbst drehten und kraftlos wieder zusammensanken. Merle kauerte im Schnee auf einer der oberen Stufen der Pyramide. Junipers Kopf ruhte in ihrem Schoß. Das Mädchen mit den Spiegelaugen hatte die Lider geschlossen, zuckend, als kämpfte dahinter ein paar Käfer darum, ins Freie zu gelangen. Eiskristalle hatten sich in Junipers Wimpern und Brauen verfangen und ließen beide noch heller erscheinen. Mit ihrer weißen Haut und dem glatten, hellblonden Haar wirkte sie wie eine Puppe aus Porzellan, zerbrechlich und ein wenig traurig, als wäre sie in Gedanken stets bei einem tragischen Verlust in der Vergangenheit. Merle fror erbärmlich. Ihre Glieder schlotterten, ihre Finger bebten und jeder Atemzug fühlte sich an, als saugte sie geraspelte Glassplitter in ihre Lunge. Ihr Kopf tat weh, aber sie wusste nicht, ob es an der Kälte lag oder an dem, was sie während ihrer Flucht aus der Hölle durchgemacht hatte. Eine Flucht, die sie geradewegs hierher geführt hatte. Nach Ägypten, in die Wüste. Zum ersten Mal seit der letzten Eiszeit waren Sand und Dünen unter einer meterhohen Schicht aus Schnee begraben. Juniper murmelte etwas, ihre Stirn legte sich in Falten, aber noch immer schlug sie ihre Spiegelaugen nicht auf. Sie war nicht mehr sie selbst, seit man ihr in der Hölle anstelle ihres Herzens ein Bruchstück des steinernen Lichts eingepflanzt hatte. Zuletzt hatte Juniper versucht, Merle an ihre Gegner auszuliefern. Das steinerne Licht, jene unbegreifliche Macht im Zentrum der Hölle, hielt sie fest in seinem Bann. Noch war das Mädchen bewusstlos, aber wenn es erwachte. Merle mochte nicht daran denken. Sie hatte einmal mit ihrer Freundin gekämpft und sie würde es nicht wieder tun. Sie war mit ihren Kräften am Ende. Sie wollte nicht mehr kämpfen. Nicht gegen Juniper, nicht gegen die Lilim unten in der Hölle, auch nicht gegen die Schergen des ägyptischen Imperiums hier oben. Merles Mut und ihre Entschlossenheit waren aufgezehrt, und sie wollte nur noch schlafen. Sich zurücklehnen, sich ausruhen und abwarten, bis die Frostwinde sie in eisigen Schlummer wiegten. Nein! Die fließende Königin riss Merle aus ihrem Dämmerzustand. Die Stimme in ihrem Kopf war ihr vertraut und zugleich unendlich fremd. So fremd wie das Wesen selbst, das sich in ihr eingenistet hatte und sie seither begleitete, jeden ihrer Gedanken, jeden ihrer Schritte. Merle schüttelte sich und mobilisierte ihre letzten Reserven. Sie musste überleben. Rasch hob sie den Kopf und blickte zum Himmel empor. Dort oben tobte ein erbitterter Kampf. Ihr Begleiter Vermitrax, der geflügelte Löwe aus Stein, focht eine waghalsige Luftschlacht mit einer Sonnenbarke des ägyptischen Imperiums. Der schwarze Obsidian seines Körpers glühte seit Vermitrax Bad im steinernen Licht, als hätte man ihn aus Lava gegossen. Nun zog der Löwe leuchtende Spuren am Himmel wie eine Sternschnuppe. Merle beobachtete, wie Vermitrax die trudelnde Sonnenbarke von oben rammte, sich an dem sichelförmigen Gefährt festklammerte und auf der Oberseite sitzen blieb.